Bei der dritten Jatz auf dem Platz-Veranstaltung am Donnerstagabend ging es ganz schön heiß her. Und das nicht nur, weil das Thermometer 34 Grad gemessen hat. Denn hier wurde ordentlich das Tanzbein geschwungen. Der Duisburger Tanzlehrer Necki und die Hamburger Salsa-Tänzerin Lina heizten den Duisburgern in einem Schnupperkurs ein. Heute lernen die die Richtung Salsa Cubana. Heute machen wir die ganzen Grundschritte, das heißt die ganzen Basics wie Grundschritt, Promenade und die Damendrehung. Ja, die Tipps sind auf jeden Fall, dass sie die Musik ein bisschen mehr fühlen und dass sie Rhythmus ein bisschen mitbringen und Spaß auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig. Spaß und Rhythmus bringen die Tanzbegeisterten definitiv mit. Und das trotz der andauernden Hitze. Die gehört laut Tanzlehrer Necki aber dazu. Das ist in der Karibik oder auf Kuba jetzt nicht anders, ne? Und dort tanzt man ja auch so, dann hat man diesen ganzen Feeling noch besser und macht auf jeden Fall dann mehr Laune. Apropos gute Laune. Der Tanzkurs kommt auch bei den Teilnehmern ganz gut an. Also wir finden es super, weil wir auch selber beim Necki schon im Tanzkurs sind und finden das ganz schön, dass das hier einmal so in der Öffentlichkeit auch vorgeführt wird und die Leute vielleicht auch animieren, da mitzumachen und vielleicht auch mal Tanzkurse zu besuchen. Finde ich richtig gut. Ich meine, ich bin da schon länger dabei halt und wenn man hier zur Veranstaltung sind, mache ich das gerne mit. Vor allem dadurch lebt die Stadt ja auch so ein bisschen, ne? Jetzt bei dem super Wetter ist natürlich gerade das Motto heute auch besonders klasse. Ich finde es immer super hier. Die Leute waren ja auch ja, so engagiert, es waren ja so viele heute dabei. Ich habe es schon öfter erlebt, aber heute waren besonders viele hier, ne? Und machte einen sehr fröhlichen Eindruck. Ja, es hat von allen Spaß gemacht. Toll, für Duisburg super, klasse, dass man hier sowas anbietet, dass die Leute auch mal andere Musik kennenlernen und Tänze kennenlernen. Bin begeistert. Generell jetzt am Platz gefällt mir sehr gut, speziell wenn die Musikrichtung kubanisch ist, weil wir können auch ein bisschen tanzen, deswegen sind wir hier. Ja, um die Lebensfreude zum Ausdruck zu bringen, um Spaß zu haben, mit anderen Leuten zu tanzen. Das ist genau der Grund, warum wir hier sind, speziell bei dem herrlichen Wetter. Im Anschluss an den Schnupperkurs folgt dann das Highlight des Abends. Das Konzert der kubanischen Band Roddy Rays und Havana Con Clase. Die perfekte Gelegenheit also, sein neues Tanzwissen direkt einmal anzuwenden. Es wird einem schwerfallen, das nicht zu tun. Wenn mein Mann mittanzt, ja. Wo ist er? Gerne, sehr gerne. Deswegen sind wir auch gekommen. Wir werden es versuchen, ja. Müssen es aber nicht filmen, das sieht nicht gut aus. Das können wir leider nicht versprechen, aber der Schnuppertanzkurs scheint sich schon gelohnt zu haben. Denn das kann sich doch echt sehen lassen, oder?